Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Krebs, Let's Talk About Cancer. Erst einmal recht herzlichen Dank für die vielen positiven Feedbacks und die vielen neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte verteilt diesen Podcast weiterhin fleißig, damit er viele Menschen erreicht und weiterhelfen kann. Nämlich, das ist eines meiner Anliegen, neben der Enttabuisierung des Krebses, weil ich selber in meinem Umfeld tagtäglich erlebe, was für ein Tabuthema Krebs ist, obwohl ich offen damit umgehe. Das ist auch eines der vielen Themen, die ich mit der Julia bespreche. Und wir hatten viel Spaß an dem Gespräch und hoffen, euch damit weiterhelfen zu können. Nein, ich bin mir sicher, dass wir euch damit weiterhelfen können. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß. Hallo. Hallo, grüß dich, Julia. Ja, es geht super. Super, gratuliere. Jedes Mal dasselbe, aber das Wahnsinn. Ist die Technik. Ja, eh ja. Wirklich. Aber was schon alles möglich ist trotzdem, oder? Ja, ist Wahnsinn, jo. Oder? Das ist schön. Jo, du, ich freue mich riesig, dich begrüßen zu dürfen auf meinem Podcast. Danke, ich freue mich auch voll, wirklich. Ja, das freut mich genauso. Schön. Du, ich möchte auch kurz was sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Oder wir kennen uns eigentlich noch gar nicht. Aber den Zuhörern und Zuhörerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörern. Und zwar sind wir beide bei Kurvenkratzer Influencer. Ja, das genau. Ist eine total tolle Organisation, die gegründet ist von der Hackspiel. Genau. Hackspiel. Das kannst du ganz. Das ist österreichisch. Ich würde es Hackspiel aussprechen. Ja. Norddeutsch, wie ich bin. Klasse. Und zwar selbst an Krebs erkrankt und die hatte die Idee dieser Plattform, wo sich eigentlich Blogger oder jeder, der über seinen Krebs berichtet, erzählen kann, um es auch einfach ein bisschen aus der Tabuzone rauszuholen. Richtig, ja. Und ich finde das klasse. Also ich bin selber erst vor kurzem draufgekommen, habe davon vorher gar nicht gewusst und versuche das jetzt natürlich auch so ein bisschen in die Welt zu bringen und zu kommunizieren. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Ja, perfekt. Ich denke auch, es ist super. Was mich dabei auch sehr beschäftigt persönlich ist, ich bin ja jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen älter, obwohl immer noch zu früh für einen Krebs. Wir jungen Leute oder auch gerade ihr jungen Leute, du bist 31, werdet ja gar nicht erwähnt so in der Statistik, obwohl in Deutschland allein jeden Tag, jedes Jahr 15.000 neue an Krebs erkranken. Wahnsinn. 20 und 39, ja, aber es sind halt nicht genügend für die Statistik, wenn es insgesamt eine halbe Million sind. Ich finde das sehr, sehr schade, weil und auch traurig, muss ich sagen, weil ich bin ja auch auf Instagram unterwegs, da sind die ganzen jungen Krebskranken und auch Blogger und ich durfte auch schon persönlich welche kennenlernen, weil ich bin jetzt in einer Selbsthilfegruppe mehr für junge Leute, auch wenn ich vom Alter nicht so dazugehöre, aber ich habe auch ein bisschen das Problem, in so einer Rentnergruppe zu sein. Okay. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber eine 12-jährige Tochter, ich habe so andere Themen. Ich fühle mich in der Jugend mehr hingezogen, beziehungsweise es spricht auch so ein bisschen meine mütterliche Seite an, weil ich finde, diese Menschen, also euch, muss man einfach mehr unterstützen und ich bewundere euch wirklich alle. Danke. Weil mit welcher Stärke ihr damit umgeht, ihr seid so früh mit dem Tod und mit dieser ganzen Therapie konfrontiert, der ja wirklich hart ist. Und ihr geht da oft so gestärkt raus und unterstützt euch als Blogger gegenseitig, auch über YouTube. Es ist Wahnsinn. Es ist so schade, dass darüber in der Öffentlichkeit nicht mehr gesprochen wird. Aber vielleicht können wir ja was ändern dran. Und jetzt möchte ich dich nochmal bitten, erzähl mal von dir. Wie fange ich an? Bin 31 mittlerweile. Die Diagnose Brustkrebs habe ich bekommen im Mai 2018, da war ich 29. Und ja, das war dann nochmal kurz so ein Wachrütteln, würde ich es jetzt bezeichnen. Es ist wirklich so, man steht da, man fühlt sich gesund, man glaubt, man hat nichts. Du fühlst dich tiptop, gehst jeden Tag arbeiten, machst deine Sachen und dann auf einmal so, ja, sie haben Krebs. Ja. Und du denkst, keine Ahnung, wie geht das? Ich hab nichts. Das war wirklich mein Gedanke, ich hab nichts. Ich hab ja nichts. Und da habe ich mir dann so gedacht, okay, gut, da muss ich jetzt durch. Bleibt dir nichts anderes über. Ganz kurz, hast du den Brustkrebs auch selbst entdeckt, wie die meisten, dass du was gespürt hast? Oder war das war einfach... Das war voll spannend, weil ich bin in der Nacht
wach geworden davon und habe auf einmal ganz stechende Schmerzen in der linken Brust gehabt. Aber wirklich so, dass ich eben munter geworden bin davon. Und ich habe dann gekühlt, habe aufgelegt, dass der einfach einmal geschaut, wo kommt es her. Dann habe ich geglaubt, das ist ein Herzinfarkt, eben linke Seite. Und das Problem war dann aber, dass ich nichts tasten habe können. Ich habe keinen Knoten gespürt. Und der Schmerz ist aber nicht mehr weggegangen. Und es war wirklich so, dass ich glaube, das war um 1 in der Nacht, bin ich aufgewacht davon und habe dann wirklich bis 3 gekämpft und habe dann aber Schmerztabletten genommen, weil ich gewusst habe, okay, irgendwie ganz komisch. Und es war lokal, ich habe es abgrenzen können, okay, kein Herzinfarkt, es ist die Brust. Ne? Ich habe mir gedacht, vielleicht eine Brustdrüsenentzündung oder so, irgendetwas. Ne? Klar. Ja, und am nächsten Tag war das aber dann eigentlich ganz gut. Ich habe zwar noch einen Druck gehabt in der Brust, aber jetzt nicht tragisch und habe aber schon mit meiner Freundin gesprochen und habe gesagt, na, wenn es nicht besser wird, gehe ich am Montag zum Frauenarzt und lass mir das anschauen. Und übers Wochenende habe ich dann recht eine Ruhe gehabt, aber berührungsempfindlich einfach. Montag war ich dann beim Frauenarzt und da habe ich dann auch das erste Mal einen Knoten getastet. Und mein Frauenarzt hat dann gleich gesagt, na, er glaubt, dass eine Zyste sein wird, aber er schickt mich sicherheitshalber zum Ultraschall weiter, einfach um das sicherheitshalber abzuklären. Ja, dort war ich dann 1,5 Wochen später und da hat man dann dieses ganze Drama eigentlich schon erkannt. Okay. Ja. Und dann, so beschreibst du das ja auch in der Blog auf Influencer, dass du, dann standst du erstmal da, also wie wir alle mit der Diagnose. Genau. Wobei, wie gesagt, wenn man jung, noch so jung ist, dann glaubt man noch weniger dran, wie ich schon getan habe, sag ich mal. Ja, ist so. Ist wirklich so. Magst du das nochmal in deinen eigenen Worten beschreiben, was ich schon so ein bisschen weiß durch den Blog, weil ich finde, du hast das sehr gut rübergebracht und danke. Ich hätte dann noch Fragen dazu. Ja, sicher. Ja, meinst du jetzt, dass ich über die, wie es weitergegangen, wie es noch weitergegangen ist? Genau, mit der Therapie und wie du damit umgegangen bist, auch aus beruflichen Gründen, das finde ich sehr spannend. Die Sache ist die, ich bin selbst Krankenschwester. Ich habe auf der Herzintensivtransplant zum Schluss gearbeitet und habe dadurch eben schon sehr viel gesehen. Aber seitdem, ich bin ja schon seit ich 18 Jahre alt bin in der Pflege. Das heißt, ich habe schon sehr früh eigentlich mit dem Thema Tod, Sterben, Krankheit, Gesundheit, ich bin damit schon sehr früh konfrontiert worden. Und der Vorteil, den was ich jetzt eigentlich durch meine eigene Diagnose erfahren habe können, war der, ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe gewusst, welche Therapien das gibt, wie schaut so in etwa jetzt mein Therapieverlauf ab, was kommt alles auf mich zu, was macht die Chemo mit mir. Natürlich habe ich nicht alles gewusst, aber ich habe schon mal mehr gewusst als ein Laie. Das heißt, ich habe schon mal ganz anders damit umgehen können und habe das Ganze natürlich sehr betrachtet. Also für mich war nie da dieser Moment, wo ich sage, okay, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, sondern ich habe immer gewusst, welche Schritte kommen jetzt auf mich zu. Das heißt, ich habe diese Ungewissheit zur Hälfte eigentlich schon beseitigt gehabt. Wo aber für andere, für Laien, also wirklich für Personen, für Menschen, so wie du und ich das sind, die was jetzt nicht mit der Materie irgendwie sich beschäftigen oder in diesem Bereich arbeiten oder Erfahrungen haben, die haben ja keine Ahnung. Dadurch kommt es einfach zur extremen Hilflosigkeit. Ja. Das ist ja mal eine Information, wenn dir jemand sagt, du hast Krebs, wo dann die Welt zusammenbricht. Es ist so. Weil du hast sofort im Kopf Chemo, mir geht es ganz schlecht, ich verliere alles, was ich nur irgendwie körperlich habe, mir geht es ganz schlecht, ich könnte sterben. Und ich habe eben dieses Gedanken, wie er war, schon gar nicht gehabt am Anfang, weil ich das Spannende bei mir war nämlich das, ich habe dann die erste Biopsie gehabt, ich bin dann natürlich gleich weiter zum Krankenhaus, ne? Habe dann die erste Biopsie gehabt und diese Biopsie war gutartig. Das Spannende nämlich dann ist, ich habe natürlich gewusst, okay gut,
ja, Patientenrechte hin oder her, ich darf eine Zweitmeinung einholen. Mhm. Und mir war das eben sehr wichtig und habe mir dann jemanden gesucht, eine Ärztin, die sich auf Brusterkrankungen spezialisiert hat. Mhm. Die hat sich das dann alles angeschaut und hat auch gesagt, da passt was nicht. Mhm. Wenn die Biopsie sagt, das ist gutartig, aber das Bild dazu passt nicht, denn das Bild zeigt, das ist bösartig. Mhm. Mhm. Und dann haben wir eine zweite Biopsie gemacht, haben wir das auch im MR-Mammographie gemacht und alles. Und da ist dann eben rausgekommen, dass der Tumor wirklich bösartig war. Mhm. 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 Und für mich war es halt trotzdem einfacher, mit dem Ganzen umzugehen. Ne? Ich habe schon so viel Leid begleitet während des Prozesses, dass die gestorben sind. Während des Sterbens bis hin zum Tod. Mhm. Ich habe schon so viele Menschen betreut oder mit Menschen gesprochen, die genau so eine Diagnose bekommen haben. Oder die eine Diagnose bekommen haben und was ihnen gesagt haben, ja, sie kriegen jetzt, sie haben ganz eine andere schwere Erkrankung. Mhm. Ja, verstehe ich. Und ich habe das, ja, und dadurch habe ich das halt, habe ich das Glück gehabt, das Ganze ein bisschen anders zu sehen. Ja, also du konntest. Ich habe von vorhinein gewusst, Entschuldige, ja. Nee, erzähl. Entschuldigung. Ich habe von vorhinein gewusst, wie könnte ich mir jetzt zum Beispiel bei gewissen Sachen selbst helfen. Und das war eben dann mein Vorteil, weil ich habe dann mit der Chemo begonnen, bin dann da gestanden mit den kompletten Nebenwirkungen, die die Chemo mit sich bringt, mhm, und konnte mit den körperlichen Erscheinungen und Problemen, die da auftreten, habe ich mir gedacht, so gut, wo kann ich jetzt eingreifen, wo kann ich mir selbst jetzt dabei helfen? Mhm. Und habe zum Beispiel gegen meine Mundtrockenheit, ich habe von vorhinein gewusst, es gibt einen künstlichen Speichel. Mhm. Ich habe die Mundtrockenheit bekommen, in mir sind die Popcorn auf den Zähnen picken geblieben. Ich habe nicht mehr essen können und habe gewusst, passt, und jetzt gehe ich in die Apotheke und hole mir den künstlichen Speichel. Mhm. Im Verlauf meiner Therapie, in den ganzen 3 Monaten, zu 90% mit den Kolleginnen, mit denen ich gesprochen habe, die in der gleichen Situation waren, haben zum Beispiel nicht mal gewusst, dass es einen künstlichen Speichel gibt. Mhm. Das war aber ja. Abhilfe von kleinen Problemen, den Alltag, da könnte man sich selbst wirklich was Gutes tun damit. Ne? Glaubst du auch, dass da ein bisschen die Informationen auch von Seiten der Ärzte und Onkologen fehlt? War das auch so deine Erfahrung? Oder wie siehst definitiv. Du das? Ja. Definitiv. Nur das Problem ist, dass ich arbeite hauptsächlich nur mit Ärzten zusammen, mhm, jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit. Mhm. Es ist keine Zeit. Ja. Ja. Die Ärzte können es auch nicht besser machen, ja, als sie es machen. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass es mittlerweile ein Bewusstsein hervorgerufen werden sollte. Mhm. Wie soll ich sagen, dass die Menschen auch merken oder dass die Menschheit oder wir selbst, jeder Einzelne für sich bemerkt, dass er für seine eigene Gesundheit selbst verantwortlich ist. Mhm. Denn wenn wir selbst ein bisschen anfangen mit uns oder mit dem Körper, dem Gut, was wir eigentlich haben und mit diesem Wunder, was wir da eigentlich haben, mhm, mit dem wir leben, besser zu versorgen, ja, und zu schauen und auf die eigene Gesundheit zu achten, umso weniger oder umso mehr entlasten wir dieses System, was jetzt gerade da ist. Ja. Ja, das ist ein interessanter Ansatz, weil du das wirklich aus der anderen Seite siehst. Und das finde, genau, ich auch mal echt super, genau, weil ich das ja auch nur von außen, genau, betrachten kann. Und aber auch, genau, auch in meinem Podcast schon mal erwähnt habe, die Ärzte können ja oft nichts dafür. Also nein, es sind, glaube ich, 2 Seiten. Sie sind, das ist Wahnsinn. Ich habe das auch schon mal beschrieben, ich komme aus der Wirtschaft. Da gibt es viele Assistentinnen, ein Arzt, der ist alles auf einmal, also du bist der Oberarzt, genau, der Chefarzt, das ist ja der Wahnsinn, also wie soll der das alles, genau, leisten? Und genau, während jeder Manager 10.000 Fortbildungen hat, gut, vielleicht haben das Ärzte auch, aber die wissen, glaube ich, auch oft gar nicht, was es gibt. Ich gehe ja so ein bisschen auch in den komplementären Bereich, also da gibt es ja auch, ja, viele Sachen, die unterstützen, gerade bei der Chemo, genau, und so weiter, oder wie du selbst sagst, genau, Selbstfürsorge, siehst du wahrscheinlich so, Ernährung natürlich, was immer wieder auch kommuniziert, definitiv, wird, Bewegung natürlich. Ja, aber auch die ganze Kosmetik, das spielt alles eine Rolle. Also denkst du auch ein bisschen ganzheitlich? Also du redest ja, dann auf alle Fälle. Auf alle, ja. Das finde ich. Ja. Also ich, ja? Entschuldigung. Fast. Jetzt talken wir ganz. Alles gut. Es ist wirklich so, es gehört einfach ein ganzheitliches Denken her. Mhm. Es ist ja die Sache, man muss sich ja mal die Frage stellen,
woher kommt es, dass immer mehr Menschen an Krebs erkranken? Mhm. Vor allem Junge. Mhm. Genau. In unserem Alter. Mhm. Das ist, wie du sagst, wir fallen ja nicht in eine Statistik rein, weil die Menge noch nicht ausreichend ist. Mhm. Aber es werden ja immer mehr, es mhm. werden ja von Tag zu Tag mehr. Mhm. Ja. Und das ist eben das, wo man sagt, deswegen, ich habe die Seite von der Martina, die Kurvenkratzer-Seite, eben durch Zufall auch entdeckt mhm. und habe immer gesagt, oder meine Freunde, mein ganzes Umfeld hat immer gesagt, so wie du mit deiner Diagnose oder Erkrankung umgehst, Wahnsinn. Ja. Und ich habe nicht viele Tage gehabt, wo ich wirklich verzweifelt war. Und das war ja aber auch, das gehört dazu. Ja, das gehört ja, dazu, dass man traurig ist, dass man zornig ist, dass man mal weint, dass man Aggressionen hat, dass man sich selbst fragt, warum. Mhm. Aber es darf auch so sein. Ja. Wenn ich in der nächsten Situation dann wieder erkenne, welche Möglichkeiten habe ich, aus diesem Rad rauszukommen. Ja. Ja. Und da gehört ein ganzheitliches Denken dazu, ja. meiner Meinung nach. Also ich sprich wirklich von mir aus, ne? Also wirklich meine Meinung. Natürlich, wir können nur aus unseren subjektiven Erfahrungen erzählen. Das ist ganz klar, das möchte ich auch nochmal betonen. Also das ist, ja. Ich sage auch, jeder Körper und jeder Mensch ist auch anders und der eine ist resilienter als der andere und so weiter. Ja. Aber ich habe im Großen und Ganzen, was ich so mitbekomme, das Gefühl, die jungen Leute sind unheimlich stark. Es bleibt einem auch irgendwie nichts anderes übrig. Oder man kämpft wirklich ums Überleben. Ich meine, man ist mit dem Tod konfrontiert. Ja, genau. Und dieses Ganzheitliche, das finde ich auch, ist für mich ja so mein Lieblingsansatz, wo das noch nicht so in der Schulmedizin gesehen wird. Wobei, ich habe jetzt auch einen Blog gelesen, in Hamburg muss es ein komplementäres Brustkrebszentrum geben, wo ich gesagt habe, wow. Wirklich? Ja. Da kann ich dir gerne die Daten später durchgeben. Die versuche ich auch gerade für meinen Podcast zu gewinnen. Weil in München gibt es sowas überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gefunden. Ich meine, ich habe keinen Brustkrebs. Lungenkrebs ist ja sowieso bei jungen Leuten noch absolut tabu, obwohl es wirklich Wahnsinn. Viele Nichtraucher erwischt. Brustkrebs ist nun mal die meiste... Die erkranken die meisten dran. Mhm. Was du auch in deinem Podcast, in deinem Blog geschrieben hast, ist, du bist auch mit dieser Tabuisierung sehr, von der sehr betroffen und das beschäftigt dich auch sehr. Da hast du auch wirklich toll drüber geschrieben. Ich zitiere es jetzt nicht, aber ich tue den Link in die Show Notes, weil das kann man auch nicht so wiedergeben. Super. Aber wie stehst du dazu, zu dem Thema, diese Tabuisierung? Weil das ist bei mir auch ein ganz großes Thema. Also ich habe, mein Knackpunkt während der Therapie war, also so, ich muss von vorhinein sagen, ich gehe sehr fachlich, oder ich bin sehr fachlich mit meiner Erkrankung umgegangen. Das heißt, ich habe für mich auch selbst nicht gesagt, ich habe meinem Tumor, den ich hatte, keinen Namen gegeben. Ich habe nicht gesagt, ich kämpfe, also keine Ahnung, ich bekriege dich oder so irgendwas, das habe ich nicht gemacht, weil ich denke mir da, so kann ich nicht denken, ich bin in der Schulmedizin tätig gewesen. Ja. Ich arbeite noch immer in der Schulmedizin und das ist für mich halt, Verstehe ich, ist alles gut. Der Knackpunkt war, ich habe während der Therapie, das war Ende Chemo, habe ich ein Gerücht über mich gehört. Aha. Und das Gerücht war, ich habe eben Brustkrebs, das haben sie eh alle gewusst, ich wohne in einem kleinen Dorf, da weiß es sowieso jeder. Ne? Mhm. Dann gleich einmal und dann noch so jung, das ist ja gleich einmal dann ein großes Drama. Ja. Aber ich habe über mich gehört, dass ich bereits eine Mastektomie, also eine Brustabnahme beidseitig gehabt habe, dass ich voller Metastasen bin und dass es nur mehr eine Frage der Zeit ist, bis ich bis das Ganze ein Ende nimmt und ich sterben werde. Ich muss aber vorab sagen, dass das der größte Schwachsinn war, den was ich jeweils gehört habe. Aha. Denn ich hatte das Glück, dass mein Tumor so früh erkannt wurde, dass ich noch keine Metastasen hatte. Okay. Das Glück hat aber nicht jeder. Na. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass man halt dann auch mit Metastasen zu kämpfen hat. Bei mir waren 3 Lymphknoten befallen. Das heißt, ich hatte zwar Lymphknotenmetastasen, aber ich habe jetzt da nicht in anderen Organen oder so irgendwie die Metastasen schon gehabt. Wir sind Gott sei Dank früh genug draufgekommen. Mhm. Und das war für mich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, also dadurch, dass die Leute jetzt sowieso schon reden,
Ja. Und noch dazu so einen Schwachsinn erzählen und reden und überhaupt keine Ahnung haben, ist es auch komplett egal, ob ich jetzt darüber dann sprechen werde, weil reden tun sie sowieso. So ist es, so sehe ich das auch. Und für mich war immer sehr wichtig, es haben mich so viele Leute irgendetwas gefragt, sei es die Chemo, sei es die Diagnose, sei es das Essen, sei es die also das Ganzheitliche, wo so viele Fragen da sind, wo ich immer versucht habe, denjenigen zu erklären, mit einem gewissen Hintergrundwissen, damit der andere das auch versteht und vielleicht ein bisschen einen Einblick hat. Aber der Körper kann ja nicht, gar nicht anders reagieren. Mhm. Weil es ist eben so, weil dann viele fragen, ja, aber musst du dann auch kotzen? Ist dir dann auch so speiübel gewesen und hast du wirklich nur erbrochen? Sage ich, nein, habe ich nicht. Ich habe kein einziges Mal erbrochen. Ja, aber wie gibt es das? Das sieht man ja immer. Die Sache ist die, eine Krebstherapie, beziehungsweise das Schwierige in der Krebstherapie und auch in der Forschung ist ja das, dass jeder Tumor so unterschiedlich ist, so unterschiedlich wie wir alle sind. Ja, absolut. Das heißt, es muss irgendjemanden oder es muss ja auch einmal aufgezeigt werden, dass nur weil ich jetzt diese Chemo bekommen habe und diese Nebenwirkung gehabt habe, heißt es noch lange nicht, dass wenn du die gleiche Chemo kriegst, die gleichen Nebenwirkungen hast. Ja. Sondern dein Körper reagiert ganz anders. Und noch zusätzlich ist es so, dass dieser Tumor, also ein Tumor wächst ja, also nur eine Zellvermehrung, eine unwillkürliche Zellvermehrung, da ist kein Stopp mehr drinnen, ja. Deswegen entsteht ja ein Tumor. Ja. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ja. Also wir haben eigentlich mit der Tabuisierung erzählt, aber das ging einfach darum, dass es immer mehr, dass du immer mehr in die Rolle kamst, dass die Leute dich gefragt haben. Genau, ja, genau, Entschuldige, genau. Alles gut. Und ja, und aufgrund dessen war es mir immer sehr wichtig, auch den Menschen zu sagen, der Doom, also nur weil es gibt nicht eine Therapie. Ja. Deswegen gibt es ja 1000 verschiedene Therapien. Ja. Und deswegen kann ich dann meiner Meinung nach nicht im Sprechzimmer sitzen und sagen, aber das ist alles ein Scheiß, weil mir hat das nicht geholfen und das ist alles ein Blödsinn. Sondern es gehört viel mehr positiv darüber berichtet und informiert und aufgeklärt. Absolut. Weil umso eher kann jemand damit umgehen. Weil wenn ich keine Hintergrundinformation habe, dann noch mit einem Thema konfrontiert bin, was mein Leben auf den Kopf stellt, der wo ich auf einmal mit Sachen konfrontiert bin, die ich zuvor nie durchdacht habe, wie zum Beispiel Sterben, Tod, Schmerzen, Ängste, das sind ja alles negativ behaftet. Ja. Und das ist aber das Problem in unserer Gesellschaft, es wird nicht anerkannt. Weil, seien wir uns ehrlich, es geht ja wirklich auch nur mehr darum, oder sehr viel darum, dass ich so schön wie möglich bin, dass ich das Beste habe vom Besten und so weiter. Die Gesellschaft hat sich ja selbst dorthin katapultiert, wo wir jetzt sind. Ja. Aber es fehlt dieser Platz für diese Themen. Aber diese Themen wie Leid, Sterben, Krankheit, Ängste, Verzweiflung, das sind ja alles Sachen, mit denen werden wir alle irgendwann einmal konfrontiert werden und sein. Der eine früher, der andere später. Ja, aber ich weiß nicht, ob du auch, das ist absolut auch mein Ansatz und ich habe das letzte Mal auch kurz angesprochen, ich will nicht lehrerhaft Bürger kommen und wenn ich gesund wäre, hätte ich auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, das ist diese, wo die Gesellschaft umdenken muss, weil ich habe ja auch geschrieben, und das überliest jeder, weil ich meine, ich will nicht sagen, dass ich anders war. Also ich möchte jetzt nicht hier Oberguru-mäßig und ich stehe drüber und ich bin ja immer so gewesen. Ich habe das auch erst durch meine Krankheit gelernt. Genau. Und jeder kann es anders sehen, aber wirklich, wenn jeder Zweite laut WHO allein in Europa an Krebs erkrankt, ich meine, es wird auch mehr geheilt, das darf man auch nicht vergessen, aber die Statistiken sind da auch sehr verwirrend, weil auf der anderen Seite habe ich auch gehört, wenn du jetzt geheilt bist und dann kriegst du wieder, hast du einen Rückfall, dann ist das wieder nicht erfasst, ich habe keine Ahnung, aber wir werden irgendwann alle damit betroffen sein und vielleicht unsere eigenen Kinder. Ich meine gerade, es ist eine neue Zivilisationskrankheit gerade, was ja auch einen großen Faktor spielt und was ja auch in den Medien untergeht, weil es keine Schlagzeile wert, ist ja auch diese Umweltfaktoren spielen ja eine große Rolle. Also auch gerade in meinem Lungenkrebs, aber Brustkrebs genauso. Genau. Das wird natürlich totgeschwiegen. Klar, man will keine Massenhysterie. Aber ich denke auch, gerade wo es das Thema Umwelt so groß jetzt ist, vielleicht, warum geht man damit nicht bewusster um und geht das Thema auch mal von der Seite an? Weil man muss irgendwo überlegen, wo kommt das her? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon Gerüchte gehört, also von zwei Seiten, unabhängig voneinander habe ich gehört, die zwei Brustkrebserkrankte, trifft man ja eh fast nur Frauen,
dass da schon Krankenschwestern so getuschelt haben. Ich meine, du kommst aus dem Bereich Medizin, dass es mit Tschernobyl auch zusammenhängt. Also klar, ich war auch 15, als ich als Tschernobyl war. Mhm. Und der Regen, die Gene, was hat das verändert, diese Radioaktivität? Ich meine, das ist natürlich, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, muss ich jetzt dazu sagen. Also das finde ich auch ganz gefährlich. Aber das sind alles so Ansätze, wo ich sage, ja. Total. Ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker, aber das bezüglich Tschernobyl habe ich mir ganz ehrlich noch keine Gedanken gemacht. Aber so, dass eben... Ich habe zugehört. Ja, man muss... Ja, das sind nicht die Sachen. Aber ich glaube einfach, dass... Schau mal, es ist einfach an der Zeit, meiner Meinung nach, sich darüber Gedanken zu machen, wie weit stehen wir jetzt da? Was macht diese Umwelt, diese ganzen Sachen, die wir zu uns nehmen, die wir einnehmen, was macht das mit unserem Körper? Mhm. Und wir müssen da wirklich irgendwie, ja, jeder für sich überlegen, anfangen, was ist mir meine Gesundheit wert? Ja. Und da kann nur ein ganzheitliches Denken helfen. Ja. Und dann habe ich, aber wenn ich jetzt da dann trotzdem in die Situation komme, dass ich sage, wir sind ja alle nicht davor befreit, irgendwie krank zu werden. Es ist ja wurscht, ob es Krebs ist oder was anderes ist. Ja. Wir werden alle einmal sterben. Ja. Es hat es noch keiner überlebt. Aber da muss man doch irgendwann einmal anfangen, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, auch sollte ich jemals wieder die Diagnose Krebs bekommen, weiß ich aber für mich, dass ich mein Bestmögliches dazu beigetragen habe, um meinen Körper und also um meine seelischen Gesundheit, meiner körperlichen Gesundheit, irgendwie da ein positives, etwas Positives aufzubauen, dass ich nachher sagen kann, okay, es ist so, aber ich habe mein Bestmögliches versucht und getan, um eben, und das passt für mich, es ist für mich stimmig, was ich mache, wie ich es mache, wie ich mich ernähre, was ich für Kosmetikprodukte nehme und so weiter. Und dann kann ich sagen, okay, gut, aber es ist so, weißt du, was ich meine? Also, ja, ich verstehe es auf jeden Fall, ja klar, das ist unser Thema. Wie stehst du denn dazu, wie der seelische Aspekt dazu sein soll? Also ich meine, Achtsamkeit ist ein ganz großes Thema, immer mehr in der Gesellschaft, aber umgesetzt, in meinem näheren Umfeld würde ich mal sagen, weit davon entfernt. Ja, genau. Jeder ist in seinem Job busy und definiert sich über seinen Job. Das ist der absolute Wahnsinn. Manche kommen aus der Maschinerie natürlich nicht raus, gerade auch Ärzte. Aber wie siehst du das denn? Ja, das ist sehr wichtig. Mhm. Also wirklich, ich war eineinhalb Jahre, war ich dann im Krankenstand. Und ich habe diese eineinhalb Jahre, glaube ich, gebraucht, um mich ein bisschen selbst runterzuholen, um wieder ein bisschen auf meine Seele zu hören. Mhm. Und Ausgangspunkt war der, ich habe dann die ganze Therapie hinter mich gebracht gehabt, habe zum Beispiel jetzt währenddessen keine psychologische Betreuung in Anspruch genommen gehabt, weil für mich war einfach der Zeitpunkt nicht richtig und ich habe auch keine gebraucht. Aha. Dann habe ich die Bestrahlung hinter mich gebracht, bin dann da gestanden und habe mir so gedacht, eigentlich müsste ich jetzt glücklich sein. Mhm. Aber das war nur ein Gedanke. Und ich habe aber gewusst, eigentlich fühle ich mich alles andere als lebendig und so, wie ich es mir eigentlich ausgedacht habe. Und ich habe Sachen ja überlegt und durchdacht und für mich entschieden, wo ich mir gedacht habe, Julia, nein, es reicht. Runter vom Gas. Mhm. Das bringt dich ja alles nichts. Und es ist jetzt auch zum Beispiel so, das sind nur Kleinigkeiten, die ich da mit einbaue in meiner Arbeit zum Beispiel, weil ich habe mir vorgenommen, ich laufe in meiner Arbeit nicht mehr. Wenn ich einen Stress habe, ich gehe. Mhm. Aha. Das sind so Kleinigkeiten. Mhm. Ich muss mir aber 100.000 Mal am Tag sagen, lass dich nicht stressen. Ja, du kannst gehen. Und das sind so Kleinigkeiten, die dann irgendwie zusammengespielt haben. Ich war eben dann an dem Punkt, wo ich dann nach der Bestrahlung gesagt habe, irgendwie, eigentlich ist jetzt alles vorbei. Ich habe mich mit mir selber beschäftigt. Ich habe Sachen mit mir selbst ausgemacht. Ich habe angefangen, ehrlicher zu mir selbst zu sein. Mhm. Und wirklich auch Sachen ich habe wirklich für mich selber gesagt, wieso soll ich da jetzt irgendwann was auftischen oder erzählen, wie toll das nicht ist oder sonst irgendwas, wenn es nicht so ist. Mhm. Ja. Absolut. Und
bin dann nach meiner Bestrahlung, habe ich dann mit psychologischer Gesprächstherapie begonnen über die Krebshilfe. Mhm. Und bin dann dort drin gesessen und habe ihr das erzählt, eben, dass ich immer gedacht habe, ja, jetzt ist alles vorbei, jetzt kann ich wieder durchstarten und alles machen und voller Motivation und Energie. Und dann hat sie zu mir gesagt, meine Therapeutin zu mir gesagt, Julia, den meisten geht es so. Ja. Weil du geschießt, also es passiert ja alles nur. Du bist ja in diesem Prozess drinnen, du lässt ja sehr viel machen, es geht ja alles so schnell, nur die Seele kann das gar nicht verarbeiten. Ja. Und irgendwann, dann nach einer gewissen Zeit, wenn dann einmal Ruhe einkehrt, kommt das Ganze einmal nach und du fängst zum Verarbeiten an, was ist da jetzt eigentlich passiert. Ja. Und da habe ich dann angefangen, wirklich, wirklich mit meiner Therapeutin zusammen. Und ich habe auch während meiner Therapie, Chemotherapie und so weiter, schon sehr viel auch gelesen und, mhm. und mich informiert und so weiter. Wie kann ich mir selbst seelisch was Gutes tun? Ne? Mhm. Mhm. Und da habe ich das noch so ein bisschen aufgearbeitet, mir da ein paar Sachen überlegt und auch mit der Psychologin drüber gesprochen und habe dann wirklich einen Weg gefunden für mich, wo ich sage, okay, passt. Damit kann ich am besten leben. Okay, sehr gut. Und damit tue ich meiner Seele und mir selbst einfach was Gutes. Und das Spannende ist, ich bin draufgekommen, dass ich seit der Therapie einfach nicht mehr so stressresistent bin. Mhm, ja. Ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr, dass ich den ganzen Tag unterwegs bin, dass ich dieses extrem Spontane, sondern ich schaffe es einfach nicht mehr. Es ist einfach, die Chemo hinterlässt Spuren, so Therapie hinterlässt Spuren, das ist so, das macht ja was mit dem Körper. Ja. Und ich habe halt jetzt erkennen müssen, es geht nicht mehr so wie früher. Ja. Und wie gehst du damit deswegen um? Ist das ein, Entschuldigung? Macht gar nichts. Ich hab mir vorgenommen, mein Leben zu entschleunigen. Mhm. Für mich selbst zu sagen, okay, was kann ich selber machen, um meinen Alltag einfacher zu machen? Da gehört für mich dazu, dass ich meinen Alltag plane, dass ich wirklich, ich habe mir meinen Kalender hergenommen, ich schreibe alles ein, damit ich mich auf Sachen einstellen kann. Ja. Und ich bin mittlerweile so ehrlich, dass ich gewisse Sachen absage, Treffen oder so, wenn ich merke, mir sind zu viele Termine. Ja. Weil wenn ich mich nicht selbst da zurückhole auf meinen Punkt und mich da ein bisschen festhalte und sage, entschleunigen, 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 mhm. liege ich noch so einen Tag mit Action, dorthin, über, weiß ich nicht, 10.000 Schritte, ich muss schnell das machen, bin ich 2 Tage lang auf meiner Couch gelegen und habe fast nicht gehen können, weil mir meine Gelenke so geschmerzt haben. Oh Gott. Und ich denke mir dann so, ich habe dann irgendwann einmal mit meiner Nachsorgeärztin geredet und dann habe ich zu ihr gesagt, ich meine, das kann es ja nicht sein. Ich bin 31 Jahre alt. Ich schaffe keine 10.000 Schritte am Tag, ohne dass ich fertig bin am Abend. Mhm. Ich schaffe es nicht, irgendwie meinen Alltag so zu gestalten, dass ich ein bisschen Ruhe einbringe und viel besser damit umgehen kann und am Abend auch besser schlafen kann. Und da habe ich mir dann irgendwann, und dann hat eben meine Ärztin zu mir gesagt, oder die eben eine Ärztin da zu mir gesagt gehabt, Julia, oder Sie haben ja schon viel Schlimmeres durchgemacht. Mhm. Und da habe ich mir dann so für mich gedacht, das ist ein Schwachsinn. Weil die Situation jetzt ist für mich gerade die schlimmste. Indem, dass ich mit 31 nicht alles machen kann, nicht sportlich mega super drauf bin, dann kommen sie mit Sachen von wegen, man sollte Sport betreiben. Sag ich, ja, das ist aber eine Herausforderung, weil ich war vorher schon nie der Sportfan. Mhm. Und jetzt mit den ganzen Nebenwirkungen und Nachfolgeerscheinungen und so weiter, sollte ich mich dann noch mehr dazu mit motivieren. Ne? Mhm. Aber wie schaffe ich das? Und da habe ich einfach versucht, umzudenken für mich selber. Wow. Und ich habe mich da quasi selbst eine Challenge gestellt jetzt von 30 Tagen. Mhm. Und habe mir gedacht, jetzt explizit, das hat auch jetzt mit dem Blog und alles miteinander, da haben wir gedacht, ich versuche jetzt wirklich in 30 Tagen meine Ernährung so einzustellen, wie es für mich passt. Mhm. Meine Kosmetik so einzustellen, wie es für mich passt. Meine Therapie und meine Nahrungsergänzungsmittel so einzustellen, wie es für mich passt. Beruflich zu schauen, was kann ich machen. Und meinen Blog weiterzumachen und weiterzuschreiben. Und das ist das erste Mal, ich habe noch nie so viel Energie gehabt, seitdem ich gesagt habe, ich entschleunige mein Leben.
toll. Also unglaublich reflektiert du bist in deinem jungen Alter und wie du das umsetzt. Ich glaube, da kannst du für viele echt ein Vorbild sein und dem behilflich sein, wie du das ja auch mit deinem Blog so ein bisschen gedacht hast, weil es ist auch wahnsinnig interessant, weil du selber aus diesem medizinischen Bereich kommst. Arbeitest du Vollzeit wieder als Krankenschwester? Derzeit noch 50%, also ich bin derzeit noch Teilzeit, habe jetzt auch einen anderen Bereich, den ich abdecke, also ich bin jetzt nicht mehr im Krankenbett, sondern ich bin jetzt in der Planung, weil ich gesagt habe, dadurch, dass ich auf der Intensivstation gearbeitet habe, ich hätte körperlich die Dienste nicht geschafft. Ja klar, verstehe ich. Also bei uns ist ja wirklich mit den 12-Stunden-Dienste oft durchgegangen, du kommst oft 10 Stunden vom Bett nicht weg. Das ist einfach, das wäre nicht möglich gewesen. Und ich bin jetzt in der Planung, also wir planen einfach die OPs und die Aufnahmen. Und es ist für mich eben so ein Bereich, wo ich sage, ich bin in der Medizin, ich bin in der Pflege. Mhm. Ich habe Kontakt mit Patienten und mit Ärzten und mit Krankenschwestern. Sitze jetzt genau an der Schnittstelle. Das heißt, ich bin ja eigentlich alles. Ich bin selbst Patient, ich bin Krankenschwester, ich arbeite nur mit den Ärzten und nur mit den Schwestern zusammen. Mhm. Und da erkennt man halt dann noch mehr Sachen, wo man sich denkt, aber wenn die anderen doch nur wüssten, wäre es dann doch irgendwie einfacher, ne? Ah, jetzt bist du weg. Ja, jetzt bist du wieder da. Ja, du warst kurz, du bist wieder da, Gott sei Dank. Jetzt habe ich das Ende nicht mitbekommen, aber das macht aber nichts, weil jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe den Sinnzusammenhang schon verstanden und ich habe auch noch eine Frage dazu, weil... bitte. Ich finde das so spannend, weil du bist in welchem Bereich arbeitest du jetzt immer noch? Herz und Intensiv? Schnittstelle oder ganz woanders im Krankenhaus? Das ist es ist ein ganz anderer Bereich im Krankenhaus, ja, würde ich schon sagen. Okay. Also, das ist eher der chirurgische Bereich und habt ihr auch eine Onkologie bei euch oder könntest du dir vorstellen, in Onkologie zu arbeiten? Weil da könntest du dein Wissen ja eins zu eins umsetzen. Genau. Mein Ziel wäre, die Brustgesundheitsschwester zu machen. Also es gibt ja im Bereich der Pflege, gibt es ja, wenn du Krankenschwester bist, hast du die Möglichkeiten, Weiterbildungen zu machen, also Fortbildungen zu machen, die du dann mit einer Zusatzausbildung abschließt. Und da gibt es eben die Brustgesundheitsschwester. Mhm. Das heißt, du bist eigentlich als Krankenschwester, betreust den Weg von Patientinnen oder Patienten, die an Brustkrebs erkrankt sind. Mhm. Und das wäre mein Ziel. Ja, das wäre toll. Also ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland auch gibt, aus Österreich. Da ist ja das System ein bisschen anders. Ein bisschen anders, gleich. Also ich meine auf jeden Fall derselbe Stress und die Grundversorgung ist gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt natürlich im Detail nicht, wie das politisch auch alles gelöst wird. Wir haben zum Beispiel, habe ich auch durch Zufall erfahren, wir haben jetzt von unserem Gesundheitsminister haben wir Dekade des Krebses oder so. Also seit letztem Jahr, glaube ich, oder vorletztem Jahr schon, als Krebskranker erfährst du dadurch nur durch Zufall. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ja. Ist ja auch wieder so eine andere Thematik, aber da würde ich das auch so sehen, da müsste man auch auf jeden Fall, oder versuchen sie, die Betroffenen mehr mit einzubeziehen. Genau. Aber ja, da habe ich noch keinen Überblick, wie das funktioniert. Politisch muss ich auch sagen, habe ich keine Ahnung. Ich bin politisch auch nicht engagiert, habe dadurch auch weniger Wissen. Deswegen kann ich da gar nicht viel dazu sagen, weil ich glaube, ich würde mir selbst ins Fettnäpfchen steigen. Du, wem sagst du das? Ich habe mir ja auch gemeint. Im Groben weiß man es, aber ganz ehrlich, wenn du dich mit ganzheitlich beschäftigst und positiv, sag ich mal, also jetzt nicht positiv denken, sondern Energien klingt auch wieder so. Ja, doch, kann man sagen. Was. Also Nachrichten sind gemacht und sind negativ gemacht, weil es gibt auch positive Nachrichten. Aber ich muss diese negativen Nachrichten nicht auch noch reinziehen. Genau. Also das kann man auch anders gestalten. Also deswegen weiß ich immer alles nur im Groben. Ja, also ich finde das, wie gesagt, schon super spannend. Und was ich jetzt aber nochmal, weil da haben wir ein bisschen den Faden verloren, aber das kenne ich. Ich erzähle dann auch immer und bin dann auf einmal woanders. Mit dieser Tabuisierung. Das sind so viele Themen, gell? Ja, genau, Entschuldigung. Ja. Da könnte man... stundenlang sich drüber unterhalten, keine wirklich. Frage. Und ich finde auch fast mal gemeinsam. Ich hätte echt mal Lust, einen Podcast mit mehreren zu machen, aber egal, vielleicht wird das ja noch umgesetzt. Du hattest also die Erkrankung, es gingen Gerüchte rum, du bist offensiv damit umgegangen. Das mache ich persönlich auch, aber was ich feststelle, ich weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung und wie gehst du damit um?
die Leute wollen das gar nicht drüber reden. Also es wird so totgeschwiegen. Also auch manchmal denkst du, ja, sei nicht zu offensiv, dann fängst du wieder an zu schweigen. Mhm. Also auch im Freundeskreis merke ich es, sogar der Podcast wird totgeschwiegen. Es ist auch ganz lustig, ich wohne jetzt auch im Dorf seit ein paar Monaten und sehe anhand der Zahlen, dass sie eine hohe Prozentzahl meinen Podcast gehört haben. Ich so, das ist sehr interessant, wer das wohl ist. Aber ja, genau. Mich wird keiner ansprechen. Also ich wäre ja offen. Ich habe das auch in der Schule damals kommuniziert, aber es ist ein wahnsinniges Tabuthema, weil du eben auch, weil das irgendwie wirklich dieses Damoklesschwert Tod über dir schwebt wahrscheinlich, aber wie gehst du damit um und was ist so deine Erfahrung, auch damit umzugehen? Die Sache ist ja die eben wieder diese zwei Sichtweisen. Ne? Mhm. Auf der einen Seite habe ich beruflich, seit ich 18 bin, bekomme ich mit, wie es eigentlich wirklich abgeht. Also jetzt vom körperlichen, gesundheitlichen her. Mhm. Dass eben so viele Leute erkranken, gesundheitliche Probleme haben und so weiter. Und das Problem ist aber das, diese Tabuisierung meiner Meinung nach ist einfach, es gibt auch einen Fachbegriff dazu in der Pflege. Das ist die Verwilderung des Todes gewesen. Die ist in den späten 90ern oder frühen 90ern, irgend sowas jetzt, habe ich leider nicht eingelesen, passiert. Und da ist es darum gegangen, dass die Medizin so weit fortgeschritten ist, dass dieses Thema Tod und Krankheit und Sterben immer nur mehr als Verlust angesehen wurde. Mhm. Und da ist es eben dann so weit gekommen, dass ja die Menschen sich mit dem Ganzen oder die Menschheit selber sich nicht mehr mit dem auseinandersetzen hat wollen. Weil der Gedanke, sich selbst damit zu beschäftigen, zu sterben oder tot zu sein oder krank zu sein, erweckt Ängste. Aha. Und wenn ich aber diese Ängste nicht zuordnen kann und mich diesen Ängsten noch nie gestellt habe, dann tue ich mir natürlich noch schwerer und falle in eine Hilflosigkeit hinein. Mhm. Und wer hat gerne Angst oder fühlt sich hilflos? Mhm. Keiner. Ja. Interessant. Und das ist einfach diese Sache. Und wenn jemand merkt, dass er die Kontrolle verliert, ein Mensch, oder hilflos ist oder sonst irgendwas, geht dann wieder zeitgleich die Souveränität verloren von der Person. Mhm. Aha. Ein souveränes Auftreten ist nicht mehr möglich. Das ist ja alles dann, um Gottes Willen, jetzt habe ich auf einmal, ich meine, ich muss mich jetzt auf einmal damit beschäftigen. Was mache ich jetzt dann? Das ist ja alles ein Chaos, eine Katastrophe, da bricht ja die Welt zusammen. Mhm. Aber das ist ja das gleiche Beispiel. Ein Kind, ein Baby, probiert ja auch 100 Mal aufzustehen und zu gehen. Mhm. Und dann kann es das. Und dann macht sie sich keine Gedanken mehr drüber. Und wenn die Menschheit anfangen würde, ein bisschen mehr sich mit diesen Themen auch zu beschäftigen, umso weniger Ängste kommen dann auf. Sondern dann weiß ich, okay, ich habe mich schon damit beschäftigt, wie gehe ich selber mit Sterben, wie gehe ich mit Tod um? Dann tue ich mir einfach leichter damit. Das ist meine persönliche Meinung und mein Ansatz dazu. Ne? Ja, sehe ich auch so, klar. Mhm. Wie gesagt, wir sind ja auch damit konfrontiert worden und ich glaube, ich würde da anstellen, das ist auch ein Problem der westlichen oder der Industriegesellschaft, würde ich sagen. Genau. Also das gibt ja nur in andere Kulturen, das wissen wir ja auch und da wird das anders gehandhabt und da könnte man auch eine Menge lernen. Aber es ist interessant, dass du mich da auch jetzt so ein bisschen aufklärst. Also es mit Ängsten zu tun hat, ja klar. Man kann ja auch keinen zwingen. Ich finde auch da, es ist jeder Krebskranke geht natürlich auch anders mit seiner Krebserkrankung um und natürlich auch jeder Konfrontierte, absolut. Aber ich erlebe in meinem Umfeld ein absolutes Tabu. Wie ist das? Ich meine, ich bin jetzt eine andere Generation, du bist eine jüngere Generation, du bist, ich denke, auch geheilt, so oder? Ist nicht. Ja. Mit deinen Kollegen muss ich jetzt nicht drüber reden, also da muss man ja auch drüber stehen und klar, es ist auch wieder dann ein bisschen beruflich, da, ich glaube, im Ärztebereich gibt es auch viel Zynismus, sonst würde man das, glaube ich, auch nicht überleben, was man da sieht. Wie ist das in deinem Freundeskreis und Familie? Das ist total spannend. Ich habe eigentlich, also meine Freundin, also ich habe das Ganze immer sehr mit einem gewissen mit einem schwarzen Humor genommen, schon von der Diagnosestellung weg. Aha. Ja, sehr gut. So super. Sehr schwarzer Humor, aber für mich ist der Weg gut, damit umzugehen. Ja. Und
Es war nämlich so lustig bei einer Freundin von mir, mit der habe ich mich dann getroffen und dann hat sie halt wirklich geweint und hat gesagt, Julie, warum wieder du wirklich, das kann sie nicht sein und du hast schon so viel durchstehen müssen und so viel kämpfen müssen, warum du? Und dann habe ich sie angeschaut und dann hat sie halt geweint und ich habe ihr halt zugesprochen und habe halt mit ihr gesprochen und gesagt, aber Kathi, das ist so, jeder hat sein Backel zum Tragen, ob früher oder später. Egal auf welche Art und Weise. Und sie hat dann zu mir gesagt, eigentlich müsstest du weinen und ich müsste dich trösten. Mhm. Und ja, das war einfach so, ich habe halt wirklich versucht, sehr mein Umfeld auch darüber aufzuklären. Und für mich war es eben sehr schwierig dann, weil diese körperlichen Beschwerden und so weiter, ne, die spürt ja kein anderer. Und es ist ja oft so, dass du ja dann dass man als Krebspatientin ja, so wie es bei mir war, jetzt nicht so besonders schlecht ausschaut, ne? Mhm. Ja. Und dann habe ich mich oft dafür rechtfertigen müssen, warum ich gewisse Sachen nicht schaffe. Oh. Warum ich auf einmal ein Kabaltunnelsyndrom gehabt habe, wo ich gehört habe, aber das gibt's nicht, du kannst kein Kabaltunnelsyndrom haben. Woher willst du jetzt auf einmal ein Kabaltunnelsyndrom haben? Das hat mich so wahnsinnig gemacht. Das ist diese Nervenverengung, die sich im Handgelenk ist. Mhm. Und dadurch hat man dann so ein taubes Gefühl in den Fingern. Es ist auch Polyneuropathie, ist das dasselbe? Ja. Ja, okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Mhm. Es kommt auch dann zu diesen Polyneuropathien durch dieses Kabaltunnelsyndrom. Mhm. Okay. Und ich habe diese Polyneuropathien auch gehabt, in den Füßen und in den Händen. Und es hat mir keiner geglaubt. Krass. Und ich habe für mich, ich bin wahnsinnig geworden oft. Ich habe mir gedacht, wie oft soll ich es denn noch sagen? Es geht nicht, es funktioniert nicht. Mhm. Und ich bin dann so weit gegangen, dass ich dann wirklich, ich habe eine Nervenleitgeschwindigung, also Nervenreiz, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, ganz auf die Schnelle ausgesprochen. Da wird halt die Nervenreizleitung wird gemessen. Und die Geschwindigkeit wird gemessen und da wird geschaut, inwiefern dass deine sensorischen und motorischen Nerven noch was machen. Und es war bei dieser Messung, es waren in den Händen die sensorischen Nerven nicht mehr zu messen. Okay. Das heißt, die Chemo hat meine Nerven, also meine Nerven und die ganzen Gefäße und alles, so geschädigt, dass ich im Nachhinein das nicht spüren konnte, weil es abgestorben war. Und Nerven brauchen ja noch viel länger, sich zu erholen, wie anderes Gewebe, ne, zum Beispiel. Mhm. Und mittlerweile ist es wieder so, dass ich es spüre, also dass ich meine Finger wieder spüre. Wahnsinn. Und es braucht halt einfach alles Zeit. Aber es hat mich wahnsinnig gemacht, mich jedes Mal rechtfertigen zu müssen, wenn ich irgendwas gehabt habe. Oder wenn ich gesagt habe, ich nehme das ein für das oder ich nehme das nicht ein oder ich mache das nicht oder ich möchte das machen. Es ist oft nicht akzeptiert worden. Und ich habe dann halt irgendwann so das Problem eigentlich mit mir selber ausgemacht und habe mir gedacht, na, sicher nicht mehr. Ich habe eine Erkrankung, ich muss mit dieser Erkrankung umgehen. Wie ich damit umgehe, ist meine Entscheidung. Ich kann Tipps und Tricks geben und annehmen, aber inwiefern ich das dann umsetze, ist meine Entscheidung. Und dieses Ratschläge, da ist genau dieses Wort Schläge dabei. Und es erzählt dir nämlich jeder oder es versucht wirklich jeden, den ich getroffen habe, und da ist keiner ausgenommen, wenn jemand mit mir offen und ehrlich darüber gesprochen hat, hat immer gesagt, na, du musst das machen und das machen und das machen und na, du musst das machen und hast das schon erfahren und das schon erfahren. Puh. Und dann hat man von irgendjemand, der Nachbar, weil er es gehört hat, einen Zettel vorbeigebracht, wo er auf Google eingegeben hat, irgendwelche Stichwörter mit Krebserkrankung, hat mir dann Beiträge rausgeholt, mit der ich überhaupt nichts anfangen habe können, weil es waren Beiträge und Forschungen aus irgendeinem anderen Land. Dann war die Hauptseite war sowieso mehr aus Deutschland. Das heißt, da kann ich in Österreich nicht viel damit anfangen. Ja, klar. Und so weiter. Und da sind Sachen drinnen gestanden, wo ich mir denke, der hat keine Ahnung und glaubt das, was jetzt auf Dr. Google drinnen steht und erklärt mir, was ich zu machen habe. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's nicht. Es muss irgendwo was sein, wo wir anfangen, Menschen aufzuklären oder die Menschheit aufzuklären, was? Und nicht als Moralapostel dann dazustehen, sondern wirklich aufzuklären und zu sagen, ihr seid für euch selbst verantwortlich. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, in gewissen Themen einzugreifen, für eure Gesundheit zu schauen.
Ihr fangt einmal an, euch über Ängste, über Sterben und Tod Gedanken zu machen. Wie würdet ihr damit umgehen? Dafür seid ihr nachher, habt ihr schon mal gewusst, ah, ich habe darüber schon mal nachgedacht und das ist für mich der richtige Weg. Mhm. Und ja, das fehlt aber, es fehlt einfach in der Gesellschaft und es ist ein gesellschaftliches Problem. Absolut. Weil ja, wir alle nur mehr auf Konsum, auf Schönheit, auf das hingedrillt werden ja fast, ne? Und es wird uns ja vorgelebt. Und die Jüngeren, beziehungsweise die noch jüngere Generation, die wächst ja jetzt nur mehr mit Internet, mit Social Media, mit diesem Ideal, das vorgespielt wird, wachsen die ja auf. Ja, also muss man nicht sagen, mit 12-jährige Tochter, ich weiß, was da abgeht und bin auch manchmal schockiert, weil gerade eben, wir haben natürlich einen ganz anderen Weitblick, weil wir sind mit unseren Ängsten konfrontiert. Wie du das alles schon beschrieben hast, natürlich der nicht eine Krankheit hat und es nicht weiß, der macht zu. Und der will das muss auch nicht aber hören. Auch und das ist ja, aber es wird sich, normal. Ja, das ist absolut normal. Und wir sind uns natürlich dessen bewusst, was auf die Menschheit zukommt. Das klingt jetzt natürlich auch blöd, aber wenn wirklich jeder Zweite erkrankt, und es ist ja, Krebs ist nur eine Wohlstandsgesellschaft, da gibt es eine Menge anderer. Also will ich jetzt gar nicht aufzählen. Wir wollen ja nicht hier zu Moralaposteln werden, aber wir wollen, glaube ich, mehr verstanden werden. Und was ich raushöre, was ich mir auch aufgeschrieben habe, weil ich auch viel darüber nachdenke, ist kein Mitleid, sondern Mitgefühl. Ja, genau. Also wenn ich das auch bei dir höre, also das habe ich jetzt Gott sei Dank nicht so gehabt. Gut, manchmal schon Ratschläge, aber die Leute sind hilflos, ja. Das hast du auch, hast du richtig. Und die wissen dann auch nicht, wie es mit dir reden sollen, weil sie keine Ahnung haben von dem. Und bevor die Personen mit dir selbst sprechen und sich dann aber auf einmal hilflos vorkommen oder blöd vorkommen, weil es ja um ein Thema geht, mit dem, wo die meisten keine Ahnung haben, weil sie sich nicht mit beschäftigen möchten, weil es mit Sterben, Tod und Krankheit zu tun hat und Ängsten und Hilflosigkeit und Souveränität wird verloren. Eben diese Sachen, deswegen tun sich die Menschen ja so schwer, mit dem umzugehen und zu sprechen. Ja. Und das Ganze hat aber eben schon mit dieser Verwilderung des Todes angefangen, weil eben damals in den 90ern eben dieser Tod und dieses Ding von der Medizin nicht mehr akzeptiert wurde, weil ja immer mehr passiert ist. Wir sind ja, die Medizin ist ja jetzt auf einen Stand, wo man sich denkt, das ist ja ein Wahnsinn, was schon alles möglich ist. Mhm. Aber andererseits muss man wieder sagen, wir Menschen wollten das ja so, wir wollen das ja so, wir wollen ja die beste Betreuung, beste Behandlung und bestes Ding und das und das und das. Und zögern wir unseren Sterbeprozess und unsere Themen noch weiter raus, noch länger raus. Ne? Aber das funktioniert auf Dauer nicht. Hm. Und umso mehr... Ich muss ja nur einwerfen, auf der anderen Seite ist es vielleicht so in der Medizin, aber wird man ja auch gerade als Krebskranker ja sofort oder viele mit der Diagnose, sie haben nicht mehr lange zu leben, noch so lange, also es kommt immer noch vor, konfrontiert, also dass es endlich ist. Aber dann stehst du natürlich auch alleine da mit der Endlichkeit. Genau. Und da, glaube ich, ist eben das, so wie zum Beispiel du das machst, eben mit dem Podcast und auch zum Beispiel die Martina das macht mit der Seite eben von die Kurvenkratzer, gell? Das sind Sachen, wo wir die Möglichkeit haben, auf eine ehrliche Art und Weise den Menschen vielleicht genau in dieser Situation ein bisschen einen Einblick zu geben, wie es anderen geht. Ja. Die, was nicht die Information haben oder nicht die Hintergrundinformation haben, nicht die Möglichkeit haben, einen Podcast zu machen, nicht eine Möglichkeit haben, so irgendwas, sondern ich finde, dass genau das der richtige Weg ist, weil ob sich ein Mensch damit identifizieren kann oder damit beschäftigen möchte, ist ja noch immer seine Entscheidung. Ja, absolut. Und da hat er mit diesen Möglichkeiten, die du da eben auch aufzeigst, oder mit diesem Podcast und eben auch Internet oder Seiten, Homepages und so, die Jugend geht ja nur mehr über das ein. Es läuft ja alles nur mehr über das Internet. Also warum nutzen wir das dann nicht, diese Chance, die wir dadurch eigentlich haben, durch diese Medien und durch diese Öffentlichkeitsarbeit, Menschen, die sich dafür interessieren und sich damit beschäftigen möchten, eine Plattform zu bieten, wo man sagt, informiert euch da, lest es da einmal ein. Ja, wobei es gibt auch Krebsgesellschaften, auch für junge Leute hier bei uns. Also es gibt schon viele Plattformen, aber ich glaube auch, es ist schwierig. Also ich,
ich habe meinen Podcast, glaube ich, auch deswegen gemacht. Ich bin ja ein emotionaler Mensch. Mm. Aus dem Gefühl heraus. Und mir haben Podcasts auch viel geholfen. Und sicherlich geht es auch darum, dass ich mir damit auch selber helfe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Gespräch jetzt auch wieder so toll. Und da wir Krebskranken, es klingt so blöd. Na, ist aber so. Wir wissen ja, wovon wir reden. Also klar, es ist eine Plattform, wo man sich trifft. Und ein Freund von mir, der hat das auch gesagt, ich wünsche, dass du die Community findest, die du brauchst. Ja, so ist es. Ja, genau. Klar. Und es kommt immer mehr. Es muss einfach irgendwo, eben wie du sagst, so viele Menschen erkranken an Krebs. Ja. Unabhängig von dem, ob ich jetzt da zum Beispiel, so wie du sagst, ich meine mit Lungenkrebs oder so. Es gibt so viele Lungenkrebs-Patientinnen und Patienten, die nicht geraucht haben. Ja, absolut. Wo nicht der Punkt kommt, und sie haben geraucht. Nein, es ist nicht mehr nur das Rauchen das Problem. Absolut. Es ist unsere Ernährung ist auch ein Problem. Es ist unsere Kosmetik ein Problem. Wir schmieren uns wirklich tagtäglich so viele Hormone ins Gesicht. Ja. Körper? Warum haben wir dann, warum wundert sich die Gesellschaft dann, dass wir umso mehr Erkrankungen kriegen, die durch diese Einflüsse eigentlich hervorgerufen werden? Das heißt, ich muss ja mal da auch anfangen zum Umdenken. Ja. Und ich bin deiner Meinung, ich möchte auch nicht als Moralapostel dastehen, aber man versucht halt dann mit einer Emotion oder wenn man für sich das Richtige ist, gell, und man weiß, dass man auf einem guten Weg ist, versucht man halt den anderen auch zu zeigen, es gibt noch mehr Möglichkeiten und nicht nur die, dass ich jetzt da in ein Loch reinfalle und sage, so und so ist es, weil mein Bestes oder meine Motivation tagtäglich ist zum Beispiel auch mein Freund, den ich ja kurz beschrieben habe bei meinem Podcast. Und der. Ja, im Blog, ja. Ja, genau, im Blog, meine ich. Und er ist zum Beispiel das beste Beispiel für mich, weil er ist Oberschenkel amputiert und hat sich durch eben einen Motorradunfall, hat einen sehr schweren Motorradunfall gehabt, hat den knapp überlebt, ist Oberschenkel amputiert und macht alles. Ja. Der macht alles. Der betreibt Sport, der tut Parahockey spielen, also Eishockey für Behinderte, wo du sagst, die körperlich eingeschränkt sind. Der macht alles und der ist für mich tagtäglich wirklich auch, wo ich mir denke, ja, er hat wirklich recht. Und irgendwie motivieren wir uns beide da so, gell? Und er hat wirklich auch so der Punkt, wo ich sage, ja, es muss nicht immer negativ sein im Leben, auch wenn es gerade scheiße läuft. Aber es gehört auch dazu zu sagen, ich habe einmal einen Scheißtag und ich muss einmal jammern. Und nur wenn ich Kopfweh habe und mich zipft das an, dass ich Kopfweh habe, darf ich jammern, weil das ist dann in dem Moment das Schlimmste für mich. Und dann darf ich mir auch mal leid tun. Aber ich muss mit dem, oder beziehungsweise auch wenn ich mir mal leid tue, habe ich den Gedanken, dass ich sage, ja, ist heute so, aber morgen ist ein anderer Tag. Ja, ja. Ja, das ist auch diese Resilienz. Ja. Das, der eine hat es, der andere nicht. Genau, und das soll da sein. Es muss Platz für alles sein. Platz für Gesundheit, aber auch Platz für Krankheit, Platz für Freude und für Glücksmomente, aber auch Platz für, es ist gerade alles scheiße, wie es läuft. Ja. Also und Wahnsinn. Ich habe ja immer so ein schönes Schlusswort. Ja. Weil ich finde das wirklich toll, was du da sagst und wie engagiert du bist in deinem Alter. Und ich wünsche dir echt, also ich werde deinen Blog weiterverfolgen und ich werde ihn auch verlinken. Bist du auf der Influencer-Konferenz in Wien? Ja. Ja, sehr schön. Da werden wir uns dann persönlich kennenlernen. Da freue ich mich schon drauf. Das freue ich mich mega. Wirklich? Ja, Wahnsinn. Cool. Und ich finde wirklich, ich finde das so toll. Ich finde echt, ihr junge Leute braucht echt eine Stimme. Ich hoffe, das hört mal irgendeine einflussreiche Person. Weil es ist, ja, aber... Schauen wir mal, wir sind ja keine Moralapostel. Es fügt sich alles, sage ich immer. Genau. Aber ich finde das wirklich, ich kann nur sagen, Hut ab wirklich vor dir. Danke. Ganz toll. Und ich, ebenfalls. Für mich leistest du echt einen großen Beitrag in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist echt total wichtig. Und ich finde es auch wichtig, wirklich, dass ihr mehr rauskommt. Also diese Blogger-Szene ist so wirklich so leider so für sich immer so versteckt, weil die Krebsblogger verfolgen so die Krebsblogger. Und es gibt, glaube ich, so manche, die da einfach so aus Neugierde das verfolgen. Genau. Aber diese Aufklärung auch von eurer Seite, finde ich super wichtig. Und das ganzheitliche Denken, was? Ja, einfach absolut. Bewusst zu machen, was eine Person, die jetzt da erkrankt ist oder mit den Themen konfrontiert ist auf einmal, daraus nimmt oder macht daraus, ist dessen Entscheidung. Ja. Ich kann nicht sagen, du,
ich hätte jetzt die und die Erfahrung gemacht, mach das, du musst das machen, das hilft dir, das bringt dich weiter und so weiter. Nein, wenn das für den anderen nicht das Richtige ist, dann muss ich akzeptieren, dass ich ihm vielleicht einen Tipp gegeben habe, ihm vielleicht dadurch mein Gespräch einen anderen Gedankenanstoß verschaffen habe, ne? Und dem aber vielleicht noch genau auf diese Art und Weise auch weiterhelfe. Aber ich habe zum Akzeptieren, wenn jemand sagt, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht von Ratschlägen irgendwie, keine Ahnung, überhäuft werden, weil auch jeder sagt mir sowieso noch, was ich machen muss und muss und muss. Aber wo fange ich selber, wo bleibe ich selber? Ne? Und mit unserer Arbeit, glaube ich, mit diesem Bereich, wie du das beschreibst, mit dem Bloggerbereich und mit deinem Podcast und das Ganze, gibst du, glaube ich, die Möglichkeit, Informationen weiterzugeben, die derjenige dann oder der Betroffene sich selbst aussuchen kann. Hm. Ja. Dass einfach die Individualität dahinter bleibt, was? Das ist ja das Wichtige. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es gibt so viele Krebsarten. Es gibt noch Krebsarten, von denen habe ich noch gar nicht gehört. Wahnsinn. Und ich finde das auch so irre. So wie du das nochmal betont hast, und so sehe ich das auch immer, dass jeder Mensch anders ist und dass es auch vollkommen okay ist und dass jeder sich seins rausziehen soll. Genau. Ich meine, es ist schon. Du bist im Medizinbereich, das komplementär, also ganzheitlich auf jeden Fall mehr gearbeitet werden soll. Es gibt Ansätze, hier ist Biokrebs, diese Positivbeispiele, das ist so wichtig. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Schulmediziner das mehr lernen. Ja. Das ist, also, das ist ja das Street into the world. Ich meine, können wir noch hoffen, aber wir arbeiten dran, würde ich sagen. Gell? Ja, und ich glaube, wir sind wirklich jetzt an einem Punkt, wo wir alle einfach zusammenhalten müssen. Ne? Schau mal an, wie es im Pflegebereich, im medizinischen Bereich, eben gerade in unserem Bereich, im Erkranken, also wenn wir mit Erkrankung, da ist ja so eine Aufbruchsstimmung gerade. Ja. Es ist ja es ist ja so wichtig, irgendwie was zu schaffen, dass irgendwie mehr Menschen entlastet werden durch eine Informationsweitergabe. Umso mehr wir aufklären und umso mehr das geschaut wird, dass die Leute informiert werden, welche Möglichkeiten das sie haben, umso weniger Ängste kommen hervor und umso weniger oft muss ich jetzt dann wieder zu einer Sprechstunde laufen und fragen, und wie ist das und das und das und das? Ja, oh, das ist auch ein großes Thema, ja. Ich meine, du kommst aus dem Bereich, da könnte man auch ewig drüber reden. Ewig und noch 4 Stunden, wirklich. Ja, das ist... Ja. Ja, auch die, da kann man, ja, das lassen wir jetzt. Genau. Wir wollen ja über unsere Krankheit informieren. Kann man nur mit dem Lachen, ne? Das kann man nur mal drüber lachen, was Humor hilft immer weiter. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich und freue mich, dich kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch sehr. Und ich hoffe, dass wir Kontakt. Definitiv. Also, sind wir auf Instagram connected? Unsere Nummern haben wir schon. Und wir sehen uns, lernen uns auf jeden Fall persönlich kennen. Da freue ich am meisten drüber. Mega. Und ich hoffe auch, dass die Zuhörer sich eine Menge rausziehen können. Und ich werde es verlinken. Und schauen wir mal. Danke dir vielmals für diese Möglichkeit. Wirklich. Ich habe mich echt gefreut. Und wie gesagt, ich freue mich im März dann, gell? Ja, ich danke dir. Super. Mach's gut, bis bald. Schönen Tag, gell? Dir auch. Tschüss. Baba.